So, in der letzten Folge habe ich die Abmoderation vergessen. Deswegen vorweg, das ist jetzt ein neuer Part. Ich nehme direkt einen Anschluss auf, weil halt eben wir mitten im Kampf waren und halt eben dementsprechend auch kein Speicherpunkt mehr da war. Also, ja, dann würde ich mal sagen, tausch mir doch mal aus zu Alberto. Wir sagen einmal Saugmatz. Ja, mit dem Level, verdammt. Aber mach mal den Ultraschuppen. Ich hab gedrückt. Hab ich noch Items? Feuersoße. Amazon, habe ich noch was anderes aus Amazon? Okay, dann setze ich einmal Amazon ein. Yay! So, dann setze ich mal wieder meine Mäuschen ein und wird höchstwahrscheinlich eh wieder nicht alle Items finden. Ganz in der Nähe. So, erster Angriff. Würde ich mal sagen. Mal einfach mal einen Sprung. Ah, cool. Geblockt. Und Konter. Dann machen wir den Arschsprung hier drauf. Dann haben wir hier eine Mauschelle. Juhu. Kann ich den einfach so drauf springen? Nein, natürlich nicht. Okay, ich wollte eigentlich Verteidigung aktivieren. Ich hasse es einfach. Danke für den Tarnumhang. Oh, Erfahrungspunkte. Nice. Wunderschön. Ich habe echt keine Ruhe. Nice. So, dann einmal austauschen. Auf Gubrina und du kannst einmal scannen.
Das ist ein Frostpiranha. Frostpiranha sind eiskalte Piranha-Pflanzen. Maximale KP 10, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Ihr eisiger Atem kann sich empfehlen, erledige sie also lieber vorher selbst. Feuerattacken mögen diese Biester gar nicht. Das solltest du ausnutzen. Denk aber nicht mal daran, Eistacken zu nutzen. Diese werden von ihnen nämlich einfach absorbiert. Ich habe rechtzeitig gedrückt. Kann ich denn jetzt einfach mal was drauf spielen? So, dann einmal austauschen. Auf Kopierung. Und du kannst einmal deinen Panzerschluss machen. So. Ein Sternsplitter. Okay, in dieser Gegend gibt es nichts mehr. Und gehen wir weiter. Ganz in der Nähe. Ich hab viel Gegner nur. Ich hab gedrückt. Meine Fresse. Oh, ich drücke doch. Prozess. So. Ich gehe gleich hops. In dieser Gegend gibt es noch was. Nur so, erst dann erfolgreich. Du musst mal erstmal erdbeben. Du kannst den Mauschlag machen. Ja, schade. Ja. Und einmal kurz austauschen. Bye.
weiter mit dem Angriff. Kann ich. Geht auch Schatten hier. Warum geht kein Schatten hier? Ich brauche mehr Herzen. Dieser Gegenstand ist noch zu geben. Also Bumgeber und geht ihr verhalten. Oh, das ist praktisch. Das ist eine ganz schöne Attacke. Das ist mal eine starke Attacke. Und was ist das? Ja. Das war's. Ja. Großfrostheim. Oh Gott. Gelapper, die Bomben sind wirklich nicht gut davon zu sprechen. Und das ist Großfrostheim? Dann ist hier irgendwo diese Kanone zum Mond. Frag mir mal die Dorfbewohner, was sie uns darüber erzählen können. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Oh, eigentlich wollten wir in Großfrostheim Ski fahren und Eis laufen. Aber hier ist es ja, aber hier ist ja gar nichts los. Oh, es ist so kalt. Oh, viel zu kalt hier. Ich habe doch gleich gesagt, wir sollten erstmal einmal Reiseführer nachlesen. Oh, was ist das? Ah, Reisende, hallo. Zum ersten Mal in Großfrostheim. Was? Die große Kanone? Och, entschuldige, ich war wohl ein wenig abwesend. Du magst Schnee? Hier ist das ganze Jahr über verschneit. Ich mag es besonders, wenn der Schnee früh am Morgen in der Sonne glitzert. Willkommen in Großfrostheim. Aber das ist ja ein toller Bad, mein Freund. Weißt du, dein Bart sagt viel über deinen Charakter aus, junger Mann. Also dein Bart ist dicht, schwarz und bussig, also... Du bist eher der sture und eigensinnige Typ, der immer nur tut, was er will. Weil ich das weiß, ich habe quasi ein Diplom in Bartforschung. In diesem Dorf wohnen wir Bonbons, sonst gibt es hier nichts. Wie man unschwer an meinem reservierten Verhalten merkt, öffnen sich viele Bonbons nur anderen Bonbons. Dieser Gegenstand ist noch was zu geben. Ja.
Ein Sternsplitter. Okay, dann haben wir hier schon mal alles geklärt. Abgeschlossen. Gehen wir mal weiter. Oh, Speicherpunkt. Schau mal, ich habe meinen Schneemann gebaut. So groß wie der will ich auch gerne mal werden. Aber ich habe keine Lust, um Frühling zu schmelzen. Immer nur Schneemänner, Iglus, Schlitten fahren. Oh, irgendwann hat man von dem ewigen Eis wirklich die Nase voll. Ein Tortaus, ich gehe mich mal kurz seilen. Willkommen im Bonbonhaus. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 15 Münzen ein wenig ausruhen? Oh ja, bitte. Bitte genieße deinen Aufenthalt. Und gut geschlafen? Unser Haus empfiehlt außerdem eine Ausruhung. Regionalen Zutaten hergestellte Spezialität der Meisterköchin Racelet. Mach's gut und bis bald. Spacehut. Leckere Astronautenkost, Step 5 KP wieder. Warum sieht es einfach so aus wie Butter? Am Ende ist es auch nur Butter. Bonjour, Monsieur. Oh, man hat mich auf den Bomberbots geworfen. Oh, weil ich dem Mademoiselle und der Rezeption so viele Komplimente gemacht habe. Oh, und jetzt darf ich mit meiner Eisenliebe den Schnee zum Schmelz bringen. Oh, was? Dann nehme ich davon mal zwei mit. Vier von drei. Stopp. Was ist das denn? Verwirrt Mairos Gegner und führt zu Kontrollverlust. Okay. Da ist ja die große Kanone. Hier scheint es noch irgendwas zu geben. Oh, ne, Signio. Hier rein. Hier ist auch niemand. Außer ein Sternsplitter. Okay, dann haben wir diesen Ort hier auch geklärt. Ich weiß doch nichts. Die Kanone von Großrössheim? Nie gehört, wirklich. Fremde? Sag, was führt euch nach Großrössheim? Was? Die Kanone? Eine Kanone gibt es nicht in unserem Dorf. Seltsam, seltsam. Ich habe ganz sicher gehört, hier gibt es eine Kanone. Ich weiß ja, was ihr sagen wollt. Aber was es nicht gibt, gibt es nun mal nicht. Und was ist dann das hier? Oh, diese herrliche Stille, dieser Frieden. Zwar etwas abgelegen und kühl, aber herrlich friedlich. Ach, der Sternenhimmel. Und irgendwo da draußen die Weiten des Weltalls. Okay.
Warte mal. Das sieht so aus, als könnte man da vielleicht was wegboosten. Noch nicht. Warte, vielleicht. Was ist denn? Ich sage doch schon, hier gibt es keine Kanone. Du bist der Bürgermeister, oder? Wieso lügst du uns an? Als ich das letzte Mal hier war, habe ich die Kanone mit eigenen Augen gesehen. Du bist ein Bonbon, also solltest du es verstehen. Über diese Kanone darf außer uns Bonbons niemand etwas erfahren. Das Ding soll nicht für Kampf und Krieg eingesetzt werden. War mir schon klar, musst du also gar nicht erklären. Aber wir müssen unbedingt zum Mond und dafür brauchen wir die Kanone. Wenn wir das nicht schaffen, wird unsere Welt, wird die ganze Welt vernichtet. So, so, der Weltuntergang. Schwierig, schwierig. Ihr müsst nämlich wissen, es gibt Probleme. Im Moment können wir die Kanone nicht benutzen. Probleme, was soll das heißen? Um die Kanone zu benutzen, brauchen wir erst die Genehmigung von Goldfried. Er war der Erste, der damals Kanonen für den Transport einsetzte. Dann wurde er plötzlich reich und hat die Kanone einfach aufgegeben. Und General Bombom, der die Kanone mehr als alles andere liebte, er wurde entlassen und zog sich dann mit dem Kanonenschlüssel in irgendein weit entferntes Örtchen zurück. So, so. Goldfried und General Bombom. Und das ist die Situation. Um die Kanone zu benutzen, müsste man erst Goldfried und General Bombom finden. Also gut, an diesem Punkt gibt es wohl kein Zurück mehr. Mario, wir werden diese zwei Bonbons schon irgendwo finden. Gut, kommt wieder, wenn ihr die beiden gefunden habt. Ohne Anhaltspunkte. Goldfried ist Bronsons Mutter, Bronsons Vater, oder? Wo haben wir ihn zuletzt gesehen? Und hast du eine Idee, wo General Bombom sein könnte? Vielleicht in einem ruhigen kleinen Dorf? Okay, ich weiß, wo General Bronsons zumindest schon mal ist. Goldfried, haben wir eigentlich viele Dörfer. Da gibt es jetzt nur ein kleines Problemchen. Wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Gut, aber ich würde mal an dieser Stelle sagen, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.